Ich habe hier oben noch Frag eine ADS-Lehrerin. Ach komm, das ziehen wir uns jetzt auch noch rein. Da kann ich ja auch meinen Scheiß zu sagen. Ich habe auch ADS, klar. Da sehe ich mich auch. Also nicht bei ADS, also ja. Mein Name ist Lotti. Mir wurde erst vor kurzem ADHS diagnostiziert, nachdem ich jahrelang mit falschen Diagnosen gelebt habe. Ja, chillig, Digga, kenne ich. Heute setze ich mich für mehr Akzeptanz von psychischen Krankheiten ein. Nachdem ich dann in der Schule das dritte Mal einen Stuhl an die Tafel geworfen habe und ich zum Schulpsychologen musste und danach zu einem anderen Psychologen, wurde mir dann auch gesagt, ihr Sohn könnte ADHS haben. Könnte sein. Hallo Lotti. Hallo. Tokio fragt sich, was ist ADHS? Also grob gesagt, ADHS ist Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Das ist rein medizinisch gesehen, haben wir Botenstoffe, das sind Neurotransmitter im Gehirn, die bei uns eben verändert sind. Neuronale Verbindungen. Bitte differenziert zwischen ADHS und ADS. Ja, ja, ich rede gerade über ADHS. Spielt vor allem Dopamin und Noradrenalin eine Rolle. Und wenn man das auf den Menschen sieht, dann haben wir große Probleme, unsere Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Wir haben ein Problem mit Hyperaktivität und Impulsivität. Ja, ja. Und das spielt bei dem einen oder anderen eben das eine oder andere mehr eine Rolle, bei dem anderen weniger. Das habe ich auch, ja. Die Diagnostik ist relativ unterschiedlich, aber meistens wird es durch verschiedene Testbögen. Was denn jetzt? Gespräche mit Familienmitgliedern, Grundschulzeugnisse und Gespräche mit dem entsprechenden Patient oder der Patientin diagnostiziert. Ja. Muhan1908 möchte wissen, wie fühlt sich das an? Also ich kann es euch kurz beschreiben. Es fühlt sich an, als hätte man 200.000 Gedanken auf einmal im Kopf und kann gar nicht differenzieren, welchen Gedanken man pickt. Also pickt mein Gehirn einfach alle Gedanken und im Endeffekt kommt dabei nur Scheiße rum. Anstrengend. Ich glaube, anstrengend ist das richtige Wort. Ich bin immer unter Strom und irgendwie immer ein bisschen angespannt. Ich habe immer das Bedürfnis, mich zu bewegen, egal ob innerlich oder äußerlich. Ich finde es sehr schwer, komplett still zu halten, meine Finger nicht zu bewegen. Das ist die hyperaktive Seite und das erschöpft einen natürlich total. Ich kann nie zur Ruhe kommen, auch am Wochenende beim Feierabend nicht. Ich bin immer irgendwie sehr unter Strom und das ist eben auch ein Teil der Fehldiagnosen gewesen. Weil das ist krass. Deshalb kann ich auch überall pennen. Chat, ich könnte es euch beweisen. Also jetzt nicht, ich bin gerade ziemlich wach, aber tendenziell könnte ich mich jetzt einfach hier hinsetzen und ich könnte jetzt so liegen und ich könnte einfach einschlafen. Ich kann immer schlafen. Guckt ihr eine Kirmes-Doku an? Was ist denn mit euch, Chat? Seid ihr eigentlich... Weil Borderline-PatientInnen eben auch oft unter Strom stehen und spannungsvoll sind. Die Aufmerksamkeit spielt bei mir natürlich auch eine große Rolle. Warum trifft das alles auf mich zu? Wait. Unglaublich große Probleme, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Das war in der Schule viel schlimmer als heute, weil ich mich eben heute auf meine Arbeit konzentrieren kann, weil sie mir Spaß macht. Und dann gibt es eben noch den impulsiven Teil, der vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen ziemlich anstrengend ist. Und ja, ich glaube, anstrengend ist eigentlich das richtige Wort. Man muss sich sehr oft versuchen zu regulieren und das ist einfach sehr erschöpfend. Miki fragt sich, wann wurde ADHS bei dir festgestellt? Also bei mir ist es relativ besonders. Bei mir wurde es erst vor circa einem Monat diagnostiziert, auch wenn ich mir sicher bin, dass man das schon hätte früher feststellen können. Ich bin, seitdem ich 14 bin, in psychologischer und psychiatrischer Behandlung. Guck mal, ich habe so viel ADS, ich kann mir nicht mal irgendein Interview über ADS angucken, weil ich die ganze Zeit was anderes mache. Und habe mehrere Diagnosen schon als Jugendliche gestellt bekommen, habe viele Jahre Klinikaufenthalte durchlebt und eben auch Psychotherapien, war medikamentös eingestellt. Und damals hieß es eben immer, dass ich eine Borderline-Störung habe, mit der ich mich auch relativ lange ganz gut identifizieren konnte. Allerdings nur, solange ich jugendlich war, weil ich mich zu der Zeit selbst verletzt habe und eben diese bestimmten Dinge einer Borderline-Störung erfüllt habe, was heute halt eben nicht mehr der Fall ist. Lena Nala fragt sich, woran hast du gemerkt, dass die vorigen Diagnosen nicht stimmen? Keine Ahnung, Digga, aber ich weiß gar nicht, was ich alles an vorherigen Diagnosen bekommen habe. Der eine Arzt hat gesagt, ich habe eine Vorstellung im räumlich konstruktiven, Digga.
Ich wäre niemals in der Lage, Architekt zu werden und habe dann im Kunstunterricht nur Vierecke gezeichnet. Digga, also Psychologen an der Stelle auch doppellost, wa? Dass ich keine Borderline-Störung habe, war für mich tatsächlich lange schwierig zu akzeptieren, so doof das klingt. Ich war letztes Jahr in einer Klinik hier in Berlin und da wurde eben dann. Das ist sympathisch, wie mein kleiner Bruder hat es auch. Ihr seid einfühlsamer und aufmerksamer Mensch als alles andere. Ne, ich nicht. Das erstmal ausgesprochen, dass ich keine Borderline-Störung habe, was für mich ein ziemlicher Schock war, weil man, wenn man seitdem man 14 ist, sich mit einer Diagnose irgendwie identifiziert und sich damit beschäftigt und Chat, versucht, seine beruhigt euch. Strategien zu entwickeln und irgendwie damit zu leben, ist das ein ganz schöner Schock, wenn einem das auf einmal weggenommen wird. Nachvollziehbar. Nachdem ich dann aber mit den ÄrztInnen da gesprochen habe und die mir erklärt haben, warum das einfach nicht mehr oder nicht der Fall ist, weil ich eben nicht in das Raster passe. Ja, haben sie eben dann da also eine Depression mit emotional instabilen Akzenten What the rausgemacht, mit fuck, der ich Digga? auch fein war, aber ich habe irgendwie immer noch gemerkt, Krass, 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 dass krass. das nicht das ist. Also ich habe verstanden, warum es vielleicht keine Borderline-Diagnose mehr ist. Bei mir wird ADS vermutet, aber ich gehe zu jemandem, der das bestätigen könnte. Beatnox, und genau das ist es. Du musst deine Probleme und deine Psyche ständig selbst austribbeln. Niemals wissen, was in deinem Kopf vorgeht. Die Gedanken in dir drin immer verdrängen. Denn nur so kann man langfristig unglücklich sein. Aber ich habe halt gemerkt, dass da irgendwas anderes noch ist. Jamie 1887 fragt sich, wie wird dein Alltag dadurch beeinflusst? Also ich wohne mit meinem Freund zusammen und es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil er natürlich einfach nicht so denkt wie ich und ich oft sehr schnell grundlos wütend werde oder impulsiv bin und das für einen Partner manchmal ein bisschen schwierig Ja, ist zu das akzeptieren kenne ich doch. und für mich dann aber auch in den Momenten meistens schwierig ist, mich zu regulieren und ich Ja. sehr oft einfach alles in Frage stelle, sowohl meine Beziehungen als auch meine Freundschaften Ja, und so weiter. das kenne ich auch, ja. Laurenz Schreiber fragt sich, bei welchen Tätigkeiten stört dich dein ADHS am meisten? Beim Zuhören. Ich kann überhaupt keine Bücher lesen. Ich würde manchmal gern lesen, aber es funktioniert einfach Das muss nicht. ich Ich mir kann auch einen Satz reingrinden. fünfmal lesen und weiß immer noch nicht, Das muss was ich mir wirklich drinsteht. Vor reingrinden. allem ist es super anstrengend, wenn man zur Beim Ruhe Lernen. kommt. Also wenn ich abends mit meinem Freund vorm Fernseher sitze, dann hibbel ich automatisch immer mit dem Bein Digga, ich habe so viel ADS, ich kann das nicht mal zu Ende gucken. oder Das mache ist mir irgendwas mit meinen nicht. Das Fingern ist. oder bin irgendwie immer Okay, hier, das unterschwellig. will ich wissen. Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die ADHS haben. Ja, da gibt es riesige Unterschiede, sowohl in der Okay. Diagnostik als auch in den Symptomen. Zum einen sind Frauen einfach krass unterdiagnostiziert, weil sich zum Beispiel die Hyperaktivität in anderen Dingen äußert. Frauen reden sehr, sehr viel, also fangen an, sehr viel zu reden und können nicht so richtig filtern, wann kann man jemanden unterbrechen, wann nicht. Ich finde selten einen Punkt, vor allem wenn es Dinge sind, für die ich brenne, dann kann ich einfach nicht mehr aufhören zu reden. Bei Männern ist eben oft dieses typische Hyperaktivitätsding, also Ich das schlag auch immer Leute. offensichtlich körperliche Ja, ich schlag auch immer Hyperaktivitätsding Leute. Ja, Problem. klar. Das habe ich halt, also Frauen lernen halt von klein auf, wie sie sich zu verhalten haben und Männer nicht. dementsprechend verbirgt man das immer so ein bisschen. Ich wippel halt ein bisschen mit dem Bein oder bin immer mit meinen Fingern am, ja, verkrampfen ein bisschen oder so. Dafür sind halt auch ursprünglich ja Fidget Spinner oder irgendwelche Würfelchen, wo man drauf rumdrücken kann, gedacht, damit man eben was in der Hand hat, womit man sich beschäftigen kann. Bei Frauen ist es zudem oft unterdiagnostiziert, Ich kann mich nicht konzentrieren, ich muss was anderes machen. Okay, wir gucken es doch weiter. weil man viele Dinge einfach nicht als ein Symptom annimmt. Also es Ja, ist halt ja, oft, wenn ja, jemand viel redet, dann, ja, dann labert die halt gern ja. Ja, oder kenne ich, sonst kenne ich, was. kenne ich. Das, was man halt immer sehen muss, ist halt, dass das nicht nur ein Symptom ist. Also wenn ihr jetzt gerne redet, heißt das natürlich nicht, dass ihr ADHS habt, sondern das ist immer das große Ganze, was man sehen muss. Und das ist bei Frauen einfach viel versteckter und findet oft viel mehr im Inneren statt, mit innerer Unruhe oder ja, anderen Symptomatiken, die Männer vielleicht eher nach außen spielen. Gabriel Kleine interessiert, wie kann man ADHS therapieren? Mit Medikamenten. Digga, ich sag's euch, Leute, wenn ich damals Ritalin genommen habe, Junge, ich habe gefühlt 90% meines Gehirns endlich mal nutzen können. Vorab, man kann es nicht heilen. Das ist wie mit vielen psychischen Krankheiten so. Heilen kann man es nie. Man kann halt lernen, damit umzugehen. Habe ich nie gelernt, zum Glück. Hast du jetzt ADHS? Ja, habe ich. Das Gute ist, dass
ich mir die letzten Jahre einfach viele Strategien entwickelt habe. Sowas lernt man aber, wenn man es neu diagnostiziert bekommt und vielleicht auch noch nicht so viele Vortherapien und Vordiagnosen, wie ich jetzt hat, in der Verhaltenstherapie. Da lernt man eben Strategien, wie man mit bestimmten Symptomen umgehen kann. Und dann gibt es natürlich die medikamentöse Behandlung. Die ist sehr umstritten, aber es ist da wie mit allem anderen auch. Jeder, der ADHS hat, ist anders. Jeder reagiert auf Medikamente anders. Bei mir hat es echt geholfen. Also ich glaube, ohne Ritalin, also Medikinet, ohne Medikinet hätte ich damals niemals mein Abi schaffen können. No joke. Alltag bewältigen. Ich krieg's ganz gut hin, aber es ist halt Alltag bei jedem anders. Klar. Und genauso ist aber es mit lernen. Den Therapiemöglichkeiten. Aber man kann auf jeden Fall lernen, damit umzugehen. Tuana Pala möchte wissen, bekommst du Medikamente? Ja, ich bekomme Ritalin. Ich könnte actually auch noch Ritalin bekommen, aber ich habe gar keinen Bock, weil das nammt mich immer so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb, dann ist man, also zumindest ist es bei mir so, dass ich nicht hundertprozentig ich selber bin. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb nehme ich kein Medikinet oder Medikinet Forte oder Retard heißt das, glaube ich, für Erwachsene. Deshalb nehme ich das nicht, ja. Kurz, was ist Ritalin eigentlich? Ritalin ist eigentlich dazu da, um eben diese Veränderung, die wir in unserem Gehirn haben, auszugleichen. Also, dass meine Botenstoffe irgendwie so eingeglichen werden, dass ich wie ein normaler, gesunder Mensch mein Gehirn arbeitet. Also ADHS, glaube ich, wächst sich nie komplett raus. Es ist halt so, also ich meine, ich war da auch anders so. Ich habe auch mal... Ich habe damit halt anfangs nicht so krasse Probleme gehabt. So erst, als ich halt älter geworden bin und angefangen habe, mich ständig auf dem Schulhof zu schlagen, da wurde es dann, glaube ich, ein bisschen problematisch und so und ich dann so ein bisschen schiefe Bahn gewesen bin, aber auch nicht krass. Und vielleicht hätte ich auch das Ritalin nicht auf dem Schulhof verkaufen sollen an andere Mitschüler, sondern halt nehmen müssen. Dann manchmal, ne, ja, keine Ahnung. Also, im Endeffekt ist es halt so, dass das nie wirklich hundertprozentig weggeht, aber im Alter wird es auf jeden Fall halt besser und man lernt halt, sich damit besser, besser abzufinden und damit besser umzugehen. Das Ritalin soll dazu dienen, mich eben ein bisschen, also meine Hyperaktivität zu senken, mich ruhiger zu machen, nicht so unruhig zu sein, auch innerlich. Das stärkt natürlich. Ich verkaufe auch Asthma-Spray. Natürlich die Aufmerksamkeit, also man soll sich besser konzentrieren können und auch die Impulsivität soll es runterbringen. Bringt nichts. Ritalin ist halt auch krass stigmatisiert. Das ist halt die Studiedroge, was viele nehmen, um stundenlang lernen zu können oder auch. Actually, eins sage ich euch, Leute: Wenn ich Ritalin nehme und Fortnite oder sowas spiele, ich rede kein Wort, aber ich bin 20 Mal besser in dem Game, weil ich mich wirklich besser konzentrieren kann. Ich glaube, und ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum, wenn ich kein ADHS hätte, dann wäre ich actually ein richtig epischer Gamer. Weil Muscle Memory und Mindset ist da, aber mein Gehirn, da habe ich Schwierigkeiten. Auch zum Feiern gehen. Wenn man kein ADHS hat, macht es einen wach und lässt einen nächtelang durchlernen. Anna K. möchte wissen... Ich habe zum Beispiel immer früher in der Berufsschule auch Bike Learning gemacht. Ich habe ja einfach mit Ritalin reingepfiffen. Die Merkzettel von Lehrern tatsächlich einfach von Mitschülern genommen, komplett auswendig gelernt, am nächsten Tag alles abgerufen, eine 1 geschrieben, danach wieder vergessen. So habe ich quasi gelernt. Gibt es den Hyperfokus? Ja, den gibt's und für den bin ich sehr dankbar. True. Ich habe meinen Hyperfokus auf Kunst und auf visuellen Dingen. Ich kann mich super gut in meinem Job fokussieren. Ich mache visuelle Gestaltung für ein paar Sachen. Das Ding ist aber auch, das Privileg hat nicht jeder, einen Job zu haben, wo er sich krass drauf drin... Actually ist es bei mir, glaube ich, einfach Unterhaltung tatsächlich, wo ich so meinen Hyperfokus habe. Also ich kann in einem Raum sein mit 20 fremden Leuten und ich kriege es davon hin, mindestens 18 zum Lachen zu bringen. Die 19. Person wird dann halt von mir gemobbt und lacht meistens nicht, aber ich kriege es hin. Ja? Ja. Verlieren kann und was er total liebt zu machen. Und hätte ich einen anderen Job jetzt, in dem ich mich nicht so super wohlfühle, dann wäre das für mich auf jeden Fall ein größeres Problem. Ja, same. Also ich ganz ehrlich, glaube ich, wenn ich einen normalen Job wäre, keine Ahnung, da wäre schon scheiße. Stefanie interessiert, hat ADHS für dich auch positive Auswirkungen? Auf jeden Fall. Same für mich. Kreativität. Viele sind super kreativ, können sich eben stundenlang dann in ihren Aufgaben verlieren. Same. Man hat ein hohes. Ich habe zum Beispiel übertrieben viel Ausdauer. Ich kann gefühlt
das Dreifache an Arbeitsleistung abrufen. Ich habe das Dreifache an Energie, aber ich falle auch abends tot ins Bett, lade meine Batterien auf, bin am nächsten Tag wieder fit. Das ist bei mir so. Also ich habe wirklich ein extrem krasses Energiedepot. Ich habe durch mein ADHS sicherlich auch Vorzüge, was mein Körperliches angeht. Ich bin nicht unglaublich adipös oder so, weil ich mich halt viel bewege und so weiter und so fort. Also ich bin sehr viel belastbarer gefühlt als Menschen in meinem Umfeld. Gut, manchmal gibt es dann halt auch Nervenzusammenbrüche, aber das passiert halt, aber safe auf jeden Fall. Das Energielevel, ja, man ist meistens, was viele nicht glauben, aber man ist doch relativ multitaskingfähig, kann viele Dinge gleichzeitig machen, auch wenn das manchmal nicht so sein sollte, aber ich mache lieber vieles gleichzeitig, als irgendwie mich auf eine Sache zu konzentrieren. Und ich glaube, man kann aus vielen Symptomen irgendwie auch viel Positives Kevin Kota, rausziehen, danke schön, was natürlich Bro. Nicht heißt, dass es dadurch Kuss. irgendwie alles egal ist oder alles nicht so schlimm ist. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt total am Boden zerstört bin, dass ich diese Diagnose habe. Outstanding möchte wissen. Eigentlich gar nicht. Same. Also same, ich schlafe einfach. Ist für mich einfach. Ich mache dreimal am Tag Schläfchen, dann geht's. Schon, also seitdem ich denken kann, Wolf war 67, ich danke schön in für der Lage, deinen Zapkuss. Irgendwie zur Ruhe zu kommen. Dankeschön, Bro. Hab mich immer mit Terminen vollgeballert, mit, keine Ahnung, mit 5 FreundInnen am Tag getroffen. Ja, das kenne ich. In meinem letzten Job habe ich mich krass überarbeitet, weil ich einfach nicht zur Ruhe kommen kann. Auch wenn ich Feierabend habe, dann sitze ich auf der Couch, bin am Handy, mal am iPad und gucke Fernsehen. Ich nehme auch keine Drogen, um irgendwie zur Ruhe zu kommen. Ich kiff nicht oder sonst was, weil ich einfach, weil viele, ja auch ADHS-PatientInnen, riesiges Suchtpotenzial haben und ich will meinen Körper... Boah, ich zum Glück gar nicht. Ich zum Glück gar nicht. Das Einzige, wo ich nachsüchtig bin, ist Geld. Einfach nicht, ja, damit irgendwie jetzt auch noch belasten, so. Ich weiß, ich nehme Ritalin. Aber das reicht auch so und ich versuche einfach mich, ja, dann abends mit einem Podcast zu hören oder zu akzeptieren und dann irgendwann einzuschlafen. Aber so richtig zur Ruhe kommen ist fast unmöglich. YB fragt sich, was sind die größten Fehlauffassungen in der Gesellschaft über ADHS? Also ADHS ist, glaube ich, richtig krass noch... So in der Brust! Für viele ist es eine Kinderkrankheit, was halt... Kleine Jungs ja, ist haben, aber nicht die so. Es haben halt viele Leute. Ne? Viele wissen einfach nicht, was da alles hintersteckt. Gerade bei Erwachsenen ist, glaube ich, das Problem, dass viele das nicht akzeptieren können, dass auch Erwachsene ADHS haben und auch damit leben müssen und teilweise das sehr, sehr anstrengend ist. Das ist also, ich habe halt wirklich. Immer noch die. Ich habe halt, hab halt wirklich einfach das Glück, erstmal hier ein Like dafür. Das hat sie sehr gut zusammengefasst. Ich kann es nicht zu Ende gucken. Ich muss jetzt hier weitermachen. Ich habe auf jeden Fall das Glück, dass ich in einem Job gelandet bin, wo ich das perfekt nutzen kann und ausleben kann. Und das kann ich nur dank euch. Und dafür bin ich dankbar. Ausrufezeichen Prime Chat.